Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Sport spielt für viele Bremerinnen und Bremer eine wichtige Rolle in ihrem Leben. Deshalb finde ich es gut, Frau Senatorin, dass Sie heute wieder im Sportbereich Lockerung beschlossen haben. Sport spielt eine wichtige Rolle. Er sorgt für körperliche Bewegung, für Herausforderung, für Wettkampf, für Ziele, die die Sportlerinnen sich gesetzt haben und alleine oder in Mannschaften erreichen. Und das in ganz unterschiedlicher Form. Als Schulsport, als Freizeitsport, als Gesundheitssport, als Sport im Verein und als Wettkampf- und Leistungssport. Wir finden, Sport ist für alle da. Für Jungen, für Mädchen, für Männer, Frauen, für Diverse, für Junge und Alte, für Leute, die schon lange in Deutschland leben und für frisch Zugezogene und für Arme und Reiche. Insofern freue ich mich, dass wir heute den vorliegenden Antrag debattieren und beschließen können. Wir verfolgen damit das Ziel einer umfassenden und übergreifenden Planung für den bremischen Sport in der aktuellen Legislaturperiode und darüber hinaus zu entwickeln. Es geht uns darum, die grundsätzlichen Absichten und Festlegung des Sportentwicklungsplans für die aktuelle Situation zu konkretisieren, um neue Ziele aufzunehmen, die wir im Koalitionsvertrag zum Bereich Sport verabredet haben. Als Auswahl möchte ich die folgenden Punkte hervorheben. Die Übungsleiterinnenpauschale sollen angemessen erhöht werden. Das hat meine Vorrednerin, Frau Dr. Könntebrand, auch gesagt. Die Übungsleiter, liebe Kolleginnen und Kollegen, sind die ehrenamtliche Rückgrat unserer Sportvereine. Das sind diejenigen, die auf dem Feld oder in der Halle stehen und die Sportlerinnen trainieren und anleiten. Die Stadt gibt einen Zuschuss zur Aufwandentschädigung, der ist aber schon lange nicht mehr erhöht worden. Wir wollen, dass das substanziell darauf gesattelt wird und da werden wir auch im Haushalt für sorgen, meine Damen und Herren. Weiteres wichtiges Thema: Kinder, Jugendliche und erwachsene Sportlerinnen, denen die finanziellen Mittel für Vereinsbeiträge und Sportmaterial fehlen, sollen unterstützt werden, um an Vereinssport teilnehmen zu können. Hier gibt es bislang verschiedene Vorstellungen und Ansätze, wie so ein Hilfsprogramm bewerkstelligt werden kann. Wir wollen den Senat beauftragen, diese Möglichkeiten abzuwägen und ein praktikables Konzept vorzulegen. Da setze ich eine Hoffnung darauf. Niemand soll wegen Geldmangel an der Ausübung einer Sportart im Verein gehindert werden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Sehr relevant ist auch, dass der Senat in seinem Konzept die Frage der Förderung von Mädchen und Frauen sowie von queeren und diversen Personen konsequent mitdenken und Maßnahmen entwickeln soll, die für diese Sportlerinnen und Sportler den Zugang zum organisierten Sport erleichtert und die Freude am Sport erhöht. Teil des Konzepts ist auch, der Freizeitsport durch offenes, zugängliche Spiel- und Bewegungsangebote zu fördern. Bolzplätze oder Laufstrecken, Wiesen zum Toben und Bewegen sollen bei der Erschließung neuer Wohngebiete obligatorisch Teil des Raumplanung werden. Das ist doch eine richtig gute Idee, finde ich, meine Damen und Herren. Das wird die Wohnqualität der Wohnungsgebiete deutlich erhöhen. Zum Schluss möchte ich darauf hinweisen, dass der Antrag auch ein schulpolitisches Thema adressiert, welches die Vereinsmitgliedschaft für Schülerinnen und Schüler zunehmend problematischer macht, und zwar die Ganztagsschule. Die Ganztagsschule ist aus pädagogischer Sicht gut und richtig. Sie bringt aber das Problem mit sich, dass Schülerinnen weniger und weniger nachmittags in den Verein gehen können, um Sport zu treiben. Diese aktuelle Herausforderung muss ein Aktionsplan für Sport jetzt angegangen werden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Eine Lösung kann nur darin bestehen, dass zwischen Ganztagsschule und Sportvereinen verbindliche Kooperationsstrukturen verabredet werden, die in einem gewissen Rahmen Vereinssport im Rahmen der Ganztagsschule ermöglichen. In der Summe adressiert der Antrag die wichtigen sportpolitischen Forderungen, die zurzeit in Bremen angegangen werden sollen. Und ich bitte Sie daher um Zustimmung. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, liebe Kolleginnen und Kollegen.